Ja Leute, willkommen zurück bei Bavarian Muskrats. Wie ihr sehen könnt, ist mein Schneetarnponcho noch rechtzeitig gekommen, dass ich ihn bei schönem Winterwetter ausprobieren kann. Hat wieder frisch geschneit gestern und jetzt wird es richtig kalt die Woche, bis zu minus 18 Grad. Aktuell haben wir aber bloß minus 4 Grad und komme jetzt aus der Arbeit und habe hier vorne geparkt an so einem Wandererparkplatz und ja, jetzt mache ich mir ein bisschen auf in den Wald. Heute will ich so eine Anhöhe aufsuchen, die sich Dachsberg nennt. Ich war selber noch nie da dort, aber will das Gebiet einfach mal erkunden. Das ist nichts Spektakuläres, aber es ist für mich sehr gut zu erreichen, auch gerade für so Touren nach der Arbeit. Und ja, da könnt ihr mich heute begleiten. Außerdem machen wir heute die Revanche mit der Brennpaste. Für diejenigen, die mein letztes Video gesehen haben, die wissen da, dass mir da einiges schief ging mit meinem Brennpasten-Kochversuch. Ja, da habe ich ein bisschen rumgetüftelt und da machen wir heute die Revanche und kochen was Schönes und schauen mal, ob es heute klappt. Da werden wir aber dann später im Genauen drüber reden. Jetzt mache ich mich erstmal auf den Weg und lasse mir heute auch ein bisschen Zeit. Insofern man davon Zeit lassen reden kann. Ich bin ja noch immer durch das zeitliche Limit, dass es früh dunkel wird, ein kleines bisschen eingeschränkt, aber ich will mir jetzt nicht sonderlich hetzen und schauen wir jetzt einfach mal das ganze Areal hier in Ruhe ein bisschen an. Ein Teil des Weges, den ich heute laufe, ist übrigens der Jakobsweg. Ja Leute, falls ihr euch übrigens wundert, warum ich den Rucksack über dem Poncho anhab, das liegt an der Teleskopstange, die ich dabei habe, um meine Zeltbahn abzuspannen. Und das harmonisiert nicht wirklich damit, dass man den Rucksack unter dem Poncho trägt. Ihr könnt es mal hierher schauen. Richtig geil, Lufteis. Habe ich als Kind schon geliebt, da drauf rumzutrampeln. Und da kann man auch erkennen, dass es heute richtig schön kalt ist an den gefrorenen Pfützen. Ja Leute, gebt euch das mal, wie schief dieser Riesenbaum hier herinnen steht. Komplett bemooster Stamm bis nach oben. So Leute, eigentlich bin ich ja nicht so der klassische Bushcrafter, aber es war schon lange überfällig. Deswegen habe ich mir jetzt hier einmal so eine kleine klappbare Handsäge geholt. Ich glaube, manche von euch kennen die mit Sicherheit von Amazon, weil das so ein Klassiker ist, so ein Einsteigerset. Aber für meine Zwecke wird es voll und ganz reichen. Und heute brauche ich das auch, weil ich mir eine kleine Erhöhung zum Kochen bauen muss. So, jetzt könnt ihr das sehen, links und rechts lege ich mir so ein Holz drunter als Stabilisierung und dann kommt das Stöfchen, was ich euch beim letzten Mal schon gezeigt habe, ein Erbstück von meiner Oma drüber. Da unten ist dann die Brennpaste drin und da drauf kochen wir dann. So lala Leute, nachdem ich jetzt dieses Gebiet ausgiebig erkundet habe, habe ich mich hier eingerichtet. Mein kleines Lager aufgestellt. Ich habe ja gesagt, dass das so eine Art Anhöhe im Wald ist, die ich aufsuche. Man kann sehen,
dass es hier in so ein kleines Tal runtergeht. Genauso wie auf der anderen Seite geht es auch wieder eher abschüssig nach unten. Da vorne kann man das sehen, da geht es richtig runter. Ein so kleines Tal, da kommt ein Weg hoch. Und ja, hier habe ich eine schöne Stelle gefunden. Da habe ich auch diese komplette Senke ein bisschen im Blick und kann das da alles beobachten. Gerade ist schon eine ganze Gruppe Feldhasen durchgehoppelt. Und vor allem habe ich auch Licht, dadurch, dass wir hier eine freie Stelle haben. Jetzt kommen wir mal zum Lager. Heute habe ich meine Zeltbahn von der frühen Bundeswehr in Amöbentarn dabei. Ein sehr seltenes Tarnmuster. Und zusätzlich habe ich mir von der Seite mein Schneetarnponcho ein bisschen vorgespannt. Und somit bin ich eigentlich von allen Seiten ein bisschen sichtgeschützt und auch, ja, ein bisschen windgeschützt. Geht das kein großer Wind, aber dadurch, dass es recht kühl ist, merkt man es dann trotzdem. Hier kommt so eine Art Forstweg hoch, so ein verwilderter, also der ist nicht mehr wirklich in Gebrauch. Aber theoretisch könnte man von hier ein bisschen rüberschauen. Deswegen habe ich mir gedacht, tue ich hier auf der Seite einen Schneetarnponcho herhängen. Dann habe ich ein kleines bisschen einen Sichtschutz. Und von der anderen Seite eben die Amöbentarn-Zeltbahn. Die habe ich ja ganz bewusst auf der einen Seite ein bisschen höher gespannt, weil ich da sitze. Und auf der anderen Seite ein bisschen niedriger, weil wenn man weiter weggeht, durch das, dass von hinten eine Anhöhe ist, sieht man dann auch nicht so wirklich drüber. Und der untere Bereich, der ist verdeckt, dadurch, dass hier ein bisschen höher ist. Dieses Amöbentarnmuster, ich habe das schon in mehreren Videos erwähnt, aber da immer wieder neue Leute auf dem Kanal dazukommen, sage ich das jetzt nur mal. Meiner Meinung nach ist das eins der effektivsten Tarnmuster, die es eigentlich jemals gegeben hat. Und die ganze Entstehung von diesem Tarnmuster ist auch sehr interessant. Das hat seinen Ursprung 1956 und damals war in der Planung, eine Art europäische Verteidigungsgemeinschaft zu gründen. Man könnte das fast jetzt als Laie einfach ausgedrückt als Vorgänger der NATO bezeichnen. Und das Amöbentarnmuster war der deutsche Vorschlag für ein einheitliches Tarnmuster, was da eben eingeführt hätte werden sollen. Dazu kam es aber nie. Und dieses Tarnmuster ist dann in geringer Stückzahl als Zeltbahn und Helmbezug und auch ganz wenige Jacken produziert worden. Und aufgrund dessen gehört es heute auch zu den seltensten und teuersten Tarnmustern überhaupt. Aber von der Effektivität, ihr könnt es das sehen, obwohl wir jetzt ja Winter haben, es wirkt eigentlich in jeder Jahreszeit. Es hat eine dunkle und eine hellere Seite. Und ja, es ist halt einfach ein super Tarnmuster. Also das lässt wirklich diese Konturen vollkommen in der Umgebung verschwinden. Und passt sie eben eigentlich im Herbst, Winter und selbst im Frühjahr sehr gut an. Das Besondere an dem Tarnmuster ist, dass das eigentlich aus zwei verschiedenen Tarnmustern besteht. Das erkennt man, wenn man näher hingeht. Ihr seht das, dass da eigentlich als Grundfläche ein sehr großes Muster aufgedruckt ist. Das ist ein Splitter-Tarnmuster. Und das andere, was drüber gedruckt ist, also das Fleckige, das ist eine Abwandlung vom Leiber-Tarnmuster. Also das sind beides Tarnmuster, die ihren Ursprung eigentlich im Zweiten bzw. schon im Ersten Weltkrieg hatten. Das Splitter-Tarnmuster kam im Ersten Weltkrieg schon vor, nannte man da Buntfarbenmuster. Und das war ein dreifarbiges Muster, was man auf Helme aufgemalt hat. Eben so ein kantiger Verlauf, wie ihr das hier sehen könnt. Da gab es auch Anleitungen, wie die Soldaten das am besten auf ihre Helme aufbringen sollen. Und im Zweiten Weltkrieg wurde dann aus diesem Buntfarbenmuster der sogenannte Splittertarn, der weit verbreitet bei der Wehrmacht im Einsatz war und auf diversen Zeltbahnen und Fallschirmspringer-Smocks genauso wie auf Schlupftarnhemden gedruckt worden ist. Ich habe das auch schon x-mal in meine Videos erklärt, dieses eher große Tarnmuster ist besser dafür geeignet, große Gegenstände in der Umgebung verschwinden zu lassen. Diese kleineren Tarnmuster, also der sogenannte Flecktarn, der ist dazu nicht geeignet oder nicht so gut geeignet. Also größere Objekte kann man mit Flecktarn sehr schwierig abtarnen.
Das funktioniert nur beim Soldaten oder kleineren Ausrüstungsgegenständen. Allerdings Zelte oder größere Objekte kann man sehr schwer mit so kleinmustrigen Flecktarnmustern abtarnen. Und dieses sogenannte Leibermuster, was hier in einer abgewandelten Form auf diese Splittertarngrundlage drauf gedruckt ist, da war es so, dass damals während des Zweiten Weltkriegs diese Entwicklung der Tarnmuster nur in einem sehr experimentellen Stadium war, weswegen es sehr viele Tarnmuster gab. Also es gab da damals das Erbsentarnmuster, das Eichenlaubtarnmuster, Rauchtarn gab es, Plantanentarn, diverse Tarnmuster, die immer mal wieder im Einsatz waren, allerdings in dem Fall eher von Eliteeinheiten, also die sind nicht von der regulären Wehrmacht benutzt worden. Und man hatte gegen Ende des Zweiten Weltkrieges eben vor, diese ganzen existierenden Tarnmuster gegen ein einheitliches Tarnmuster abzulösen, was das sogenannte Leibertarnmuster gewesen wäre. Das ist nach diesen Gebrüdern, glaube ich, Leiber benannt, das Leibermuster. Und das Spezielle bei diesem Leibertarnmuster war, dass die schwarzen Elemente, die wir hier jetzt zum Teil auch mit drinnen haben, die waren damals mit Carbonfarbe aufgedruckt. Und das war aus dem Grund so, da damals bei den Alliierten die ersten Nachtsichtgeräte aufkamen. Und diese Carbonfarbe in diesem Leibertarnmuster, die war dafür geeignet, diese Nachtsichtgeräte zu stören. Das heißt, das hat eben eine zusätzliche Nachttarnungswirkung gehabt. Jetzt einmal wieder ganz vereinfacht ausgedrückt. Naja, und beide Tarnmuster finden sich in einer abgewandelten Form auch in diesem Amöbentarn eben wieder. So viel jetzt einfach mal zur Entstehung dieses Tarnmusters. Ich vermute mal, dass man es vielleicht auch nicht im weitläufigen Gebrauch eingeführt hat, weil man sich vielleicht von diesen Tarnmustern distanzieren wollte. Ich weiß es nicht. Man ist ja dann in die 60er, 70er zu einem eher zivilen Erscheinen übergegangen, indem man eben nur diese einfarbigen, olivfarbenen Kleidungsstücke und auch Zeltbahnen hatte. Und es hat ja dann auch relativ lang gedauert, bis dann eigentlich das bekannte deutsche Flecktarnmuster Ende der 80er, Anfang der 90er eingeführt wurde. Wobei man eben sagen muss, dass auch selbst diese kleineren Flecktarnmuster eigentlich ihren Ursprung in diesen Tarnmustern aus dem Zweiten Weltkrieg haben. Wenn man da näher hingeht an dieses Splittertarnmuster, das eben die Grundlage ist, dann sieht man, dass hier wie ein Schatten in Weiß, also so eine Linie verläuft. Was unter anderem auch eben dazu beiträgt, dass diese Umrisse von dem Objekt dann in der Landschaft verschwinden. Gut, jetzt gehen wir mal hier rum und schauen mal von vorne rein. Hier habe ich mir ein bisschen meine Sachen aufgehängt. Meine Klappsäge, meine Arbeitshandschuhe, da sind meine ganzen Heringe und das Zeug drinnen. Da kann man jetzt auch nochmal schön sehen, dass ich mir das eben auf einer Seite ein bisschen höher gespannt habe, weil ich da in dem Eck sitze und hier ist eher mein Kochbereich. Da habe ich es mir dann ein bisschen flacher runtergespannt und auf der einen Seite hängt der Zipfel nur ein bisschen runter als Sichtschutz und auf der anderen Seite eben der Schneetarnponcho. Ich habe es auch schon öfters in meinen Videos gesagt, ich bin ja nicht so der typische Bushcrafter, deswegen habe ich da manchmal so ein bisschen unorthodoxe Vorgehensweisen. Also ich fange jetzt da nicht an mit Paracord die Sachen abzuspannen, sondern ich mache das teilweise mit Expanders, die eben hier so Karabinerverschlüsse haben, oder Expander-Schlaufen, die haben hier so eine Kugel dran, die kann man eben super durch Ösen von Zeltbahnen durchziehen und das dann zusätzlich abspannen. Das hat auch einen praktischen Grund bei mir und natürlich auch einen zeitlichen, vor allem weil ich ja unter der Woche gern Touren mache. Und ich kann jetzt natürlich auf so einer Nachmittagstour, wo ich jetzt, sage ich mal, nur 3,5 Stunden maximal Tageslicht habe, nicht anfangen, da mit Paracord rumzuarbeiten. Und ja, bei den Sachen hat man halt eigentlich fast immer die Möglichkeit, dass man das, ohne dass man irgendwie was zuschneiden muss oder verändern muss, in irgendeiner Weise verwenden kann. Und das macht mir eigentlich ganz Spaß, da immer so ein bisschen zum Improvisieren und dass ich mir da nicht jetzt mal verschiedene Schnüre herschneiden muss. So, dann kochen. Ich habe es ja vorher schon mal ganz kurz gezeigt. Jetzt ist der Aufbau fertig. Ihr könnt es sehen, da unten ist jetzt die Brennpaste drinnen. Ich hoffe, es funktioniert jetzt diesmal. Das Problem beim letzten Mal war ja folgendes. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich diese Brennpaste bzw. diesen Behälter mit der Brennpaste bekommen habe.
und habe dann eine Tour gemacht und habe dann aber festgestellt, dass die Brennpaste, die in dieser Dose drin war, nicht dafür geeignet ist, ein Essen wirklich warm zu machen, beziehungsweise warm machen schon, aber ihr könnt damit kein Wasser kochen, sondern das war so eine Brennpaste, die man zum Beispiel bei so einem Catering-Buffet unten reinmacht, um das Essen warm zu halten. Da war halt drauf gestanden 3,5 Stunden Brenndauer und ich habe mir gedacht, oh cool, das hat ja mit Sicherheit richtig Power. Und habe das eigentlich ja gar nicht hinterfragt, weil ich davor eben schon mal mit Brennpaste rumexperimentiert habe, was super geklappt hat. Und das Einzige, was ich eben wollte, war so ein Metallgefäß, jetzt nehme ich kurz mal das Kochset runter, das man eben wieder verschließen kann, weil ich werde ja nicht die komplette Brennpaste auf einmal verwenden. Und da habe ich mir jetzt einfach die andere Brennpaste in das Metallgefäß reingefüllt und jetzt hoffe ich, dass das heute klappt. Zum Kochen habe ich mir dann heute das jugoslawische / serbische Kochset mitgenommen, Armee-Kochset. Das habe ich in einem meiner letzten Videos schon mal ausführlich vorgestellt. Deswegen werde ich da heute im Detail nicht mehr so drauf eingehen. Könnt ihr gerne mal ein bisschen rumklicken. In dem Video, da war ich auf so einer kleinen illegalen Müllkippe und habe da eine kleine Tour gemacht und auch was gegessen. Da stelle ich dieses Kochset im Detail vor und erkläre, was da alles dabei ist, unter anderem eben das Besteck da hinten und eine Trinkflasche. Und weil ich immer gern so ein bisschen, so ein Thema habe, sage ich jetzt mal, habe ich mir heute gedacht, dass ich mir im jugoslawischen / serbischen Kochset einen serbischen Bohneneintopf mache. Dann schließt sich der Kreis wieder ein kleines bisschen irgendwie. Und ja, das machen wir jetzt. Ja Leute, die Jacke, wo ich übrigens heute anhabe, das ist wieder meine schwedische Tarnjacke. Die ist sehr dünn und ich war ein bisschen am Zweifeln, ob mir die eventuell zu kalt werden könnte heute. Die ist nicht wirklich gefüttert. Die ist zwar doppelt aus Stoff genäht, sehr dicke Baumwolle, aber hat nicht wirklich eine Wattierung drinnen. Aber ich muss sagen, sie ist trotzdem wirklich angenehm heute. Und durchs Rumlaufen ist mir ziemlich heiß geworden, also ich habe so eine Art Fleece-Pullover drunter. Und ja, es reicht vollkommen aus für die heutige Tour. Weil wir ja vorher gerade über Tarnmuster geredet haben. Dieses schwedische Tarnmuster, M90 heißt das, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Das ist im Prinzip auch wieder eine Abwandlung von diesem ursprünglichen Splitter-Tarnmuster. Ihr könnt es sehen, es hat auch diese kantig verlaufenden Linien. Und ja, diese Tarnmuster wurden über die Jahre hinweg immer wieder weiterentwickelt oder abgewandelt und kamen halt europaweit in den verschiedensten Armeen dann auf eine abgewandelte Art und Weise zum Einsatz. So, und jetzt fangen wir mal mit dem Essen an. Ich bin jetzt einmal gespannt, ob die ganze Portion in diesen Kochtopf reinpasst. Da haben wir ja beim letzten Mal, wo ich den vorgestellt habe, schon mal drüber geredet. Da war ich mir nämlich nicht über die Füllmenge ganz sicher und habe das auch nicht nachgemessen. Aber ich sehe es jetzt gerade, es passt tatsächlich komplett rein. Ich muss jetzt bloß die Bohnen noch rausholen. Ja, in diesem serbischen Bohnentopf, das sind so weiße Bohnen, die da drin sind. Und dann ist noch so ein bisschen so ein Rauchfleisch dabei. Oder so ein Räucherschinken, könnte man sagen. Das Ganze mache ich mir aber schön scharf, damit ich hier nicht zum Frieren anfange hier draußen. Ich habe noch diverse andere Gewürze dabei. Schaue ich dann nochmal, wie das Ganze schmeckt. Und jetzt machen wir den Feuertest. Ging immerhin sofort an dieses Mal. Jetzt schauen wir mal. Ja, ich denke, man kann jetzt hier auf Video schon sehen, dass diese Brennpaste eben viel, viel besser brennt, wie diese Brennpaste, die ich beim letzten Mal verwendet habe. Und da habe ich heute keine Zweifel, dass das Essen warm wird. Wahrscheinlich hätte das Gestell sogar ein bisschen weiter an die Flamme runterbringen können. Aber das wird auf alle Fälle auch so seinen Zweck erfüllen. So Leute, jetzt ist eine ganze Weile vergangen. Und jetzt muss ich mir wieder ein kleines bisschen revidieren.
Die Brennpaste brennt zwar besser wie die letzte, aber ich bin trotzdem nicht zu 100% überzeugt davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Essen wird warm, es fängt jetzt zum Rauchen an. Aber aus irgendwelchen Gründen hat es beim ersten Mal, wo ich sie in dem Schweizer Bordekocher verwendet habe, um ein Vielfaches besser funktioniert. Und ich kann mir nicht erklären, warum. Die Paste, wo ich da reingefüllt habe, das ist 1:1 die gleiche, wie die, wo ich damals bei meinem Kochversuch mit dem Schweizer Bordekocher verwendet habe. Der einzige Unterschied ist der, dass er jetzt in dieser kleinen Metalldose drin ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Metalldose so viel ausmacht. Die hat zwar oben eine kleinere Öffnung, ich weiß nicht, ob das irgendwie diese Brennleistung reduziert. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, weil die Öffnung trotzdem eigentlich groß genug ist. Und damals, wo ich sie zum ersten Mal verwendet habe, das Video könnt ihr auf meinem Kanal anschauen, wo ich den Schweizer Bordekocher vorstelle, da habe ich diese Brennpaste in der Originalschale verwendet, in der sie praktisch ausgeliefert wird. Das ist wie so eine Katzenfutter, wie so eine Whiskas-Schale, die man so aufziehen kann. Die kann man nicht wieder verschließen. Und die habe ich eine ganz aufgezogen, weil das so extrem die Flamme rausgebrannt hat, dass ich das praktisch mit dem, dass ich es nicht ganz geöffnet habe, die Flamme ein bisschen reguliert habe. Und ich weiß nicht warum. Also entweder lag es an dem Schweizer Bordekocher selber, weil ja der praktisch wie so ein Hobokocher ist. Der ist ja wie ein Kamin. Dass der das irgendwie so verstärkt hat, diesen Zug von der Flamme, das kam richtig wie so eine Stichflamme fast oben raus. Und ihr kennt das Video ja. Und der ist, innerhalb kürzester Zeit habe ich das Essen gekocht. Also es ist echt ein riesen Unterschied. Und ich meine, die Flamme kann ja jetzt hier auch genügend Sauerstoff ziehen. Also daran kann es nicht liegen. Warum das so ein Unterschied ist von der Brennleistung, das weiß ich nicht. Man braucht Geduld, sage ich jetzt mal so. Also, ich will mir jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, wenn ich es jetzt mit einem S-Bit-Würfel warm machen würde, wird es um einiges schneller gehen. Ich müsste jetzt fast wirklich einmal nur versuchen, mit dem Schweizer Bordekocher und genau derselben Brennpaste machen, in dieser Dose drinnen, ob sich da was verändern würde. Warm wird es, keine Frage, aber für meinen Geschmack viel zu langsam. Also ist nicht so schlimm wie beim letzten Mal, aber begeistert bin ich trotzdem nicht wirklich. Ja Leute, hochoffiziell muss ich jetzt auch diesen Brennpastenversuch für gescheitert erklären. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, einfach meinen S-Bit-Kocher nur mehr drauf zu stellen und einfach einen mittelgroßen S-Bit-Würfel drauf zu machen. Und wie ihr sehen könnt, es wird warm, es geht super schnell. Brennpaste wäre ich nicht wirklich ein Freund davon. Wenn, dann nur in Verbindung mit meinem Schweizer Hobokocher. Wenn ihr irgendwelche Tipps dafür habt, dann könnt ihr ruhig mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das mit der Brennpaste handhabt. Ich bin ja sonst eigentlich immer mit Gas- oder S-Bit-Würfeln unterwegs. War halt einfach so eine Spielerei von mir, ein bisschen rum zum Probieren. Warum es jetzt hier nicht klappt und in dem Bordekocher schon, weiß ich nicht. Aber vielleicht können wir es ja irgendwie zusammen ergründen. So, Essen ist jetzt ja wirklich warm. Ging unwahrscheinlich schnell wieder mit dem S-Bit-Würfel. Sätze, der brennt ja nur immer. Wahrscheinlich hätte man sogar ein kleiner S-Bit-Würfel gereicht, um das warm zu kriegen. Aber es ist wie es ist. Der serbische Bohneneintopf, der schmeckt echt gut. Ich habe den noch nie vorher probiert. Wirklich schmackhaft. Und ich finde ihn sogar besser mit diesem klassischen Texas-Topf.
gibt es noch ein bisschen was Süßes zur Nachspeise und dann bin ich auch schon wieder mit dem Abbauen an der Reihe. Ja Leute, mein Lager habe ich hier abgebaut. Jetzt werde ich einen Rückweg antreten. Es fängt jetzt schon ein bisschen zum Dämmern an. Mal schauen, ob ich es überhaupt noch im Hellen zurück ans Auto schaffe, weil ich doch ein ganz schönes Stück zum Laufen habe jetzt. Mir ist jetzt gerade noch aufgefallen, wo ich meine Gummibären gegessen habe, dass die komplett hart gefroren waren innerhalb dieser kurzen Zeit, wo ich da beim Essen dort gesessen bin. Eventuell hat das eine Auswirkung auf die Brennpaste gehabt. Allerdings glaube ich nicht, dass es so viel ausgemacht hat. Wie gesagt, wenn ihr irgendeine Idee dazu habt, dann kommentiert es ruhig mal. Meine Vermutung ist, dass dieser Bordekocher von der Schweizer Armee das einfach begünstigt hat, da der diese Kaminform hat und dass da die Flamme einfach, ja, wie so eine Kaminwirkung, dass die da halt richtig angezogen hat. Anders kann es mir ich jetzt persönlich nicht erklären. Ja, und über den Schneetamponcho haben wir relativ wenig geredet heute. Habe euch meinen Schmäh über die Amöbentarnzeltbahn erzählt. Aber das liegt halt einfach daran, dass man über diesen Schneetarn eigentlich auch nicht so viel erzählen kann. Das ist halt nice to have, sag ich jetzt mal. Im Prinzip eine Spinnerei. Man braucht das ja nicht. Man braucht im Prinzip gar kein Tarnmuster, aber ich finde halt Tarnmuster interessant. Es ist ganz lustig, mal mit so einem Schneetarn-Poncho draußen rumzulaufen, wenn es geschneit hat. Und auch, ja, so eine kleine Unterstellung zum Bauen, wobei da halte ich ihn ehrlich gesagt auch nicht besonders geeignet dafür, weil das auf Bayerisch gesagt ein ziemliches Fahndl ist, also ein Fähnchen, ein sehr dünner Stoff. Also eine Zeltbahn ist es keine. Und naja, mir ist allerdings, wo ich da so gesessen bin und gewartet habe, dass meine serbischen Bohnen warm werden mit der Brennpaste, was ja durchaus ein bisschen gedauert hat, habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht. Und was ich aber trotzdem ganz cool finden würde, ist mir selber eine Tarnplane in Schneetarnoptik zu bauen. Im Prinzip ist das ja wirklich nur ein weißer Kittel mit ein paar Dreckflecken drauf. Und da kam ja eben die Idee, ihr kennt ja diese Allzweckplanen, diese ganz einfachen mit den Ösen außenrum. Die gibt es in ganz billig und in ein bisschen hochwertiger von der Ausführung her. Die hochwertigeren haben auch so Ösen, die nochmal verstärkt sind mit so einer Kunststofflasche. Und da habe ich mir überlegt, dass ich mir vielleicht so einen weiß kaufe und auf diese weiße Plane mache ich dann eben, ähnlich wie das bei diesem Schneetarn ist, mit brauner Farbe Flecken drauf. Da gäbe es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder man macht so wie hier. Das ist im Prinzip, ja, wie wenn man das mit einem Pinsel verstreichen würde. Oder was ich mir gedacht habe, vielleicht kennt ihr das noch, hat man früher in der Schule oder im Kindergarten, glaube ich, sogar gemacht, mit Wassermalfarbe. Oh, da ist wieder, da sind ein paar Rehe unterwegs. Oder es waren sogar Hasen, glaube ich. Erst habe ich gedacht, es sind kleine Rehe, aber ich glaube, es waren Hasen. Vielleicht kann ich sie noch mal filmen. Die ganze Zeit schon unterwegs gewesen, auch während ich gegessen habe, aber ich kriege es irgendwie nicht auf die Kamera. Naja, vielleicht kennt ihr diese Maltechnik, jetzt muss ich wieder zum Thema zurück. Man hat da mit Wassermalfarbe so einen relativ, ja, großen Klecks auf dem Blatt gemacht. Ah, jetzt ist es gerade über die Straße drüber. Habt ihr es noch gesehen? Ich glaube, das sind doch kleine Rehe. Hier kennen sie mich gar nicht so von der Entfernung. Da hat man eben diesen Farbklecks drauf. Und dann hat man das so draufblasen und dann ist das so auseinandergegangen in alle möglichen Richtungen. Und das könnte man theoretisch machen, dass man auf diese weiße Plane Farbkleckse drauf macht, dicke. Und dann geht man mit der Druckluftpistole drauf oder mit dem Airbrush und dann verbläst man das so, dass das so in Linien läuft. Und dann hätte man im Prinzip am Ende den gleichen Effekt, wie er hier aussieht. Man kann natürlich einfach eine Farbe nehmen, ein bisschen flüssiger und das mit dem Pinsel ein bisschen verschmieren. Eher so Drybrush mäßig, aber ja, das lasse ich mir mal durch den Kopf gehen und wenn es mir das nächste Mal langweilig ist, schauen wir mal, wie lange der Lockdown noch dauert, dann werde ich das vielleicht mal in Angriff nehmen und bastel da ein bisschen dran rum. Nun gut, dann sage ich danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat es gefallen,
auch wenn es heute im Prinzip ja mal wieder, wie im Moment so oft, eigentlich ein gescheitertes Video ist. Also das heißt, es gibt eigentlich kein gescheitertes Video. Meine Befriedigung oder meine Hauptsache ist ja das, dass ich rauskomme, ein bisschen abschalten kann nach der Arbeit. Und wenn das Video was wird, ist gut. Wenn es nichts wird, ist auch gut. Da stehe ich dann halt auch dazu. Und mein Essen wurde ja trotzdem warm. Von daher ist ja eigentlich wurscht. Dann halt dann so die Erfahrungen, die wo man macht. Gut, dann sage ich jetzt auf alle Fälle danke fürs Zuschauen. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und klickt beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin. Ciao.